Radio Primaton. Das mein Rhön-Radio. Applaus und ein ganz warmer Willkommensgruß an Rosi Mittermeier und Christian Neureuther. Hallo. Eins. Grüß euch. Gehen wir in die Mitte. Versteht ihr die Oberbayern? Oder könnt ihr nur Fränkisch? Oh, da müssen wir uns zusammenreißen. Rosi, wir haben hier einen Übersetzer. Doch, so. Zur Not würde ich das dann übernehmen. Ich würde dann den Übersetzer machen, aber die verstehen euch wunderbar. Und ihr seid ja auch öfter mal in der Region, gerade auch für die AOK unterwegs. Berneck, Bad Kissingen habt ihr schon gehabt. Welche Erfahrungen mit den Franken habt ihr denn gemacht bisher? Also wir sind bundesweit am Weg und ich habe festgestellt, die Nordic Walking Veranstaltungen rund um Schweinfurt, die hübschesten Frauen, die wir je bei den Veranstaltungen gehabt haben. Und wenn ihr jetzt da reinschaut, das stimmt, die fittesten, die sympathischsten. Die Männer auch natürlich, gell? Ja, wir müssen jetzt zu viel. Muss ich sagen, aber beim Nordic Walking sind leider mehr Frauen. Also die Frauen müssen die Männer ein bisschen mitlocken, dass sie auch ein bisschen was machen für ihren Körper. Ja, es sind 70% des ungefähr sind es bei Nordic Walking. Jetzt wisst ihr, warum das meine Lieblingssportart ist. Also gibt es hier einige Männer, die Probleme haben, eine Partnerin zu finden? Gibt es aber, habt ihr keine Frauen? Geht es zur AOK, macht es einen Nordic Walking Kurs, das sind 70% Frauen. Und wer da keine findet, also bei dem stimmt irgendwas nicht. Jetzt darf ich den Johannes Kiep von der AOK auf die Bühne bitten. Seines Zeichens die Domsportlehrer, Sie dürfen ihn ganz herzlich begrüßen. Johannes, du bist unter anderem natürlich für das Thema Nordic Walking bei der AOK zuständig, aber nicht nur für Nordic Walking, denn man kann sich auf verschiedene Art und Weise bewegen und Bewegung ist für euch als Gesundheitskasse wichtig, weil... Bewegung ist im Endeffekt Leben und ja, vor 100 Jahren, bis 100 Jahren waren die Menschen am Tag so 15, 20 Kilometer unterwegs und heutzutage sind die Menschen eigentlich im Durchschnitt nur noch 800 Meter unterwegs auf den Füßen. Das ist einfach zu wenig. Früher sind wir mit Speer, mit Keulen rumgelaufen, heute haben wir Nordic Walking Stöcke in der Hand. Meine Frau läuft und heute noch mit der Keule rum. Ja, und manchmal muss das wahrscheinlich bei dir auch so sein. Wenn du zu spät heimkommst. Nein, nein, ihr kennt die Geschichte, wo die Rosi von der Harvard University nach Amerika gerufen wird und sagen, Frau Mittermeier, Sie sind die Botschafterin für Nordic Walking. Wir haben jetzt eine 4-jährige Studie laufen und wir wissen jetzt, was rausgekommen ist und wir wollen die Studie mit Ihnen zusammen eröffnen. Also ist die Rosi nach Amerika geflogen, dann haben sie diese Nordic Walking Studie, haben es also bekannt gegeben und wisst, was rausgekommen ist? Wer Nordic walkt, hat länger Sex. Das hat er gehört. Und ich erzähle die Geschichte noch weiter. Die Rosi kommt von Amerika nach Hause. Am nächsten Morgen, wo es da war, steht sie in der Früh schon mit den Stecken vor meinem Bett und sagt, auf geht's, auf geht's. Wieder Märchenstunde. Also, die Stecken dürfen nicht zu lang sein. Ich bin früher mit 1,25 gelaufen, jetzt laufe ich mit 1,17. Im Laufe der Zeit hat man festgestellt, dass wenn die Stecken zu lang sind, dann hat man diese Kippenstecher. Kennt ihr die, die so laufen da, die da? Aber wir wollen eigentlich so laufen, dass wir mit einem geraden Arm den Arm an der Hosennaht vorbeischieben. So, als ob ihr vom Aldi kommt und habt zwei Einkaufstüten in der Hand. Dann geht man nämlich so. So ist sie. Jetzt muss ich lachen, weil... Wir müssen beide machen. Nichts sagen, groß nichts sagen, Rosi. Nein, also, die Aldi-Tütentechnik, die ist richtig gut, merkt euch die. Als ob man ganz normal am Körper entlang schwingt. Und bei der Rosi sind es natürlich keine Aldi-Tüten, sondern es sind Cartier-Tüten. Das ist unser Problem dabei. Also, Alpha-Technik, jetzt machen wir es mal gescheit. Aufrechter Gang ist das erste A. Wunderbar. Also, die Wirbelsäule steht relativ gerade, nicht zu weit nach vorne, weil sich Schulterachse und Hüftachse gegeneinander verdrehen. Und dann ist es besser für die Wirbelsäule, wenn man einen aufrechten Gang hat. So, dann kommt das L. Alpha, langer Arm.
Das ist der lange Arm, also nicht hier abgewinkelt, wie gesagt, beim Vertikutieren des Rasens, sondern der Arm bleibt gerade und er wird über die Schulter wird nach hinten geschwungen und nicht aus dem Ellbogen heraus gearbeitet. Das ist das L. Da seht ihr es. Vorbei am Körper und wir schwingen auch nicht weiter rauf wie zur Gürtelhöhe. Also nicht hier oben umeinander sticheln. All. Jetzt kommen wir zum F. Das ist der flache Stock. Der Stock wird nicht gerade eingesetzt, sondern er wird flach nach hinten eingesetzt, damit wir wirklich mit dem Arm am Körper schön vorbeikommen. Wenn wir hier vorne sind, kommen wir sonst nur bis dorthin. Also ist der schräg zwischen den Beinen nach hinten eingesetzt und schwingt so weit hinter, bis der hintere Arm gestreckt ist. So. Aber dann machen wir noch das letzte A bei der Alpha-Technik. Das ist ein angepasster Schritt. Das heißt, wir tippeln nicht so klein, weil dann haben wir hier auch nur einen kleinen Schub. Sondern wir schauen schon, dass wir einen angepassten, etwas größeren Schritt haben, denn dadurch wird auch der Armschub etwas länger. So, also wenn die beiden Ihnen demnächst innen um Schweinfurt in den Wäldern begegnen, dann ist das die ausgefeilte Profitechnik.